Einen gesegneten Abend, meine lieben Butterblümchen. Wir machen hier ein kleines Abendorakel zu allgemeinen Themen und wir machen heute so eine schnelle Runde und gucken mal, was sich zeigt. Und allgemeines Reading, ne? Kurz und knapp, möchte ich gerne so von Montags bis Freitags ja machen. Und ja, wenn du eine persönliche Legung möchtest, kannst du mich gerne anschreiben. Schau unten in die Videobeschreibung, da findest du meine WhatsApp-Nummer oder auf meine Homepage Karten legen, Mareike. So, und jetzt schauen wir mal, was so am Bach ist bei dir. So. Das ist aber schon fast. Dann machen wir jetzt eine schnelle Runde. Machen wir jetzt mal zack, zack, zack. Und gucken mal, was wir kriegen. Moment, das mische ich noch mal eben. Okay, jetzt geht's los mit ein bisschen Gewackel. Egal. Ja, so. So. Oh ja, das kleine Glück. Also, wo du eigentlich sagst, es läuft eigentlich ganz gut. Es ist so, ach ja, zwar nicht das Große, dass du sagst, oh, ich könnte die Welt umarmen, aber so, dass du auch nicht sagst, boah, da ist jetzt irgendwie sehr, sehr dramatisch mein Leben. Wird so ein bisschen mit einer Nachricht, die womit du nicht gerechnet hast, überschattet. Und zwar das könnte eine WhatsApp, das könnte ein Brief, eine E-Mail, was auch immer sein. Und da nagt es so ein bisschen an dem Glück hier. Das heißt, die positive Situation, oder positive Energie, die jetzt so in dein Leben reinschneit, auf dich zukommt, wird so ein bisschen angenagt hier durch diese Nachricht. Hier wird auch noch ein Gespräch mit einer weiblichen Person stattfinden. Und ja, das Ganze ist so ein bisschen komplizierter. Da machst du dir auch Sorgen oder hast du Sorgen um irgendwie, dass etwas nicht so sicher ist, wie du das vielleicht glaubtest. Aber sehr, sehr schnell zeigt sich doch für dich hier die Klarheit, ne? Das könnte auch noch mal ein Umzug kommen übrigens, ne? Also möglich ist das. Ansonsten bekommst du für dich die Klarheit darüber, dass etwas doch sich positiv weiterentwickelt und fest wird, ne? So, ach guck mal, da haben wir von innerhalb von 4 Wochen hier, dem Mondzyklus, kommt da eine positive Geschichte auf dich zu. Könnte auch in beruflichen Sachen, könnte mit dem Umzug hier zu tun haben, ne? Auf jeden Fall da, wo du erst kommt, da kommt zwischendurch so ein Moment, wo du sagst, oh nein, ey, jetzt hier, ne, mit den Mäusen, oh nein, jetzt geht das alle baden oder wird das nichts oder irgendwie so. Das klärt sich aber wieder auf. Da wird ein Gespräch hier, meiner Meinung nach, es ist eine weibliche Person, ne? Es könnte aber auch irgendwie so eine Dreier, also dass man zu dritt redet, ne? Sein. Aber das gibt dir dann wieder mehr Sicherheit, Klarheit und damit wird das Ganze auch besiegelt hier. Schubbelibubbelibu. Und jetzt ziehen wir noch einen inneren Buddha, genau. Oh, ey, jetzt haben wir ja gleich, boah, 4 Stück. Komm, ich lese die mal alle vor. Vielleicht haben wir ja hier 4 verschiedene Situationen, die zuschauen und jeder braucht für sich seinen inneren Buddha. Okay, fangen wir mal an. Das Glück liegt im Leben selbst. Du entscheidest in jedem Moment selbst, wie du dich fühlst. Denn Glück ist eine Sache deines Denkens. Irgendwann heißt nie. Setze deine Träume nicht anstelle deiner Handlungen. Du bist der Schöpfer deines Lebens. Meditation ist Hygiene der Gedanken. Sie rückt den Geist zurecht. Achte nicht nur auf dein äußeres Erscheinungsbild, sondern pflege auch dein Inneres und reinige deinen Geist. So, wer so Meditation, wer da Probleme hat, das kann nicht jeder. Es gibt ganz viele, die sagen, boah, ich kann es, ich habe es versucht, es ist nichts für mich, das spricht mich null an. Dann ist, man kann auch einfach spazieren gehen und wie in Trance so meditativ spazieren gehen oder so, ne? Im Anfängergeist sind alle Perspektiven und Möglichkeiten bereits enthalten. Sei natürlich. Spontan, bewusst, offen, wertfrei, ruhig und gelassen. Lasse dich immer wieder
von neuem begeistern, inspirieren und überraschen. Ja, ich würde mich freuen, wenn ich so ein Däumchen nach oben dafür kriegen würde hier, ne? Und ansonsten sehen wir uns morgen bei der kleinen Abendbotschaft wieder. Ganz liebe Grüße von mir. Ich danke euch für eure Wertschätzung. Egal wie, ob mit einem Kommentar, Abo oder einen Daumen nach oben. Ganz egal. Und dann sage ich bis morgen. Tschüssi.